Diese Situation kennt wahrscheinlich jeder von euch irgendwoher, vielleicht auch nur aus den Albträumen. Das Projekt läuft schon und irgendwann braucht man noch Sicherheit obendrauf. Mein Hintergrund, ich habe jetzt schon die 13, 14 Jahre hauptsächlich oder viel mit C verbracht. Ich habe eine Antivirus-Software geschrieben. Heißt in diesem Falle sogar String Processing in C und direkt Malware durchschieben. Das ist ungefähr so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, was Risiko angeht. Defensives Programmieren ist also ein Survival-Instinkt, den man entwickelt. Was jetzt auch noch reinkommt, ich habe ein Secondhand-Psychologiestudium durch meine Frau. Hauptthema bei ihr ist Persuasion. Das ist ein bisschen dieses Überzeugen. Zum Beispiel Leute aufhören zu rauchen. Es gibt ganz viele psychologische Effekte, die dafür sorgen, dass man eigentlich gerade das Falsche tut. Weiter rauchen zum Beispiel. Das kombiniert sich sehr gut mit dem, was ich beobachtet habe, wenn es darum geht, Security irgendwo einzuführen oder irgendwo zu haben. Normalerweise hat man so ein bisschen diese Motivation im Team, teilweise von außen, teilweise intrinsisch im Team. Lasst uns das Ding sicher machen. Kann auch sein, dass irgendjemand weiter oben mal einen Artikel gelesen hat, dass es immer doch plötzlich wichtig ist. Oder es zum Beispiel eine ähnliche Software erwischt hat. Was ich heute präsentiere, sind eigentlich relativ Basic-Technologien, die sich aber sehr gut eignen, um sie einzuführen, so Getting Started. Darum werden wahrscheinlich euch die Technologien, die ich jetzt gleich präsentiere, gar nicht so überraschen. Vielleicht aber in der Kombination, wozu man sie verwendet. Bisher, also ich persönlich habe mit Antivirensoftware Bolt-on-Security gemacht. Die packt man nachträglich auf ein System drauf. Ein System, das vielleicht nicht so schön designt und programmiert ist. Und man versucht halt nachträglich irgendwas zu retten, weil man was anderes nicht machen kann. Dafür ist es sehr gut. Was wir aber hoffentlich machen können, ist, wenn wir selber in einem Projekt sind, Security by Design. Das heißt, wir haben Einfluss auf das Design der Software und auf den Code und können die Sicherheit ein bisschen besser schon grundlegend sicherstellen. Es gibt in der Firma, beim normalen Projekt, relativ viele Ebenen, die mit Sicherheit mitspielen. Management muss ein paar richtige und wichtige Richtungen und Entscheidungen setzen, damit Security überhaupt möglich ist in der Firma. Das hängt von den Incentives ab. Wenn man nur Druck hat und schnell releasen muss und darf nichts kosten, dann hat man da weakest link, dann war das mit Management nichts. Software Design, Coding, Compiling, Testing, das ist so die Hierarchie, wie es sonst mit dem Projekt weiterläuft. Das Releasen und auch nachträglich Supporten von der Software ist genauso wichtig. Wie gesagt, weakest link. In dem Vortrag, haben wir es auch so angekündigt, lege ich mal ein bisschen den Schwerpunkt aufs Coding, sonst wird es ein bisschen ein langer Vortrag. Und alles, was so ein bisschen drumherum berührt wird, wie das Design, Compiling, Testing, da kommen auch noch ein paar Sachen mit rein. Was ich gleich versuche, zusammenzubasteln, ist einmal die psychologische Schiene. Was passiert in den Leuten, in dem Team, wenn man versucht, irgendwas mit Security zu machen, neue Technologien einzuführen? Und dann auch technische Tricks, die sich dazu eignen, das zu machen, ohne jetzt an psychologische Barrieren zu stoßen. So, ich habe mal eine Worst-Case-Situation zusammengefrankensteint. Ihr und euer Team sind zusammen verantwortlich für ein Softwareprojekt. Bisher ist noch keine Security da, hat bisher noch keinen richtig interessiert. Das heißt, das Projekt ist schon irgendwo in der Mitte, vielleicht sogar schon mal eine Version released. Ressourcen sind eh keine da und plötzlich ändert sich ein bisschen was in den Entscheidungen und Security wird dann doch mal wichtig. Was wichtig ist für mich jetzt ist eigentlich, dass es gewollt ist. So etwas irgendwo reintragen, wo es eh keiner will, ist Kampf gegen die Windmühlen, kann man eh nicht machen. Sag mal, ein bisschen zwei Schienen vom Problem. Das eine ist ein Technologieproblem. Das Projekt läuft ja eigentlich schon. Ich habe es ja jetzt möglichst schlimm gemacht, gerade in diesem Beispiel.
Und jetzt muss man nachträglich noch irgendwie Security einführen. Hätte man natürlich besser vorher im Design und der Planung gemacht, aber zu spät. Es gibt kein richtig ernsthaftes Commitment. Das, wie gesagt, Worst-Case-Szenario. Es werden nicht nochmal zwei Leute eingestellt, die sich wirklich damit auskennen oder externe. Ressourcen macht man halt so nebenher. Und die Skills sind noch gar nicht so wirklich da im Team. Worst-Case-Szenario. Und das machen wir noch in diesem Beispiel das Ganze in C, damit es auch eine hohe Fallhöhe hat. Andere Sprachen werden auch, haben auch ihre Eigenheiten. Also man kann, es gibt relativ wenig solide Sprachen. Das andere, was es dann kommt, was ihr vielleicht auch mal alle beobachtet habt, sind so psychologische Verteidigungsmechanismen. Die sind ganz normal in einem Mensch. Also jeder hat diese Verteidigungsmechanismen und die haben eure Vorfahren dazu gebracht, Kinder zu zeugen und nicht vorher irgendwie gefressen zu werden von irgendwas. Die sind ganz normal, die sind prinzipiell auch ganz gut. In unserer modernen Umgebung mit dem News Cycle und allem sind die aber total hinderlich. Was zum Beispiel ganz kritisch ist, sind diese Lead-Hacker-Talks. Die sind cool, die haben aber diesen Nachteil, dass man in diesen Talks, die ich total liebe, immer Dinge vorgestellt kriegt, die total High-Tech sind, weil sonst wäre es kein Talk, und dann geht sofort das Paranoia-Level hoch und oh mein Gott, gegen genau das muss ich jetzt die Software verteidigen. Wahrscheinlich eigentlich gar nicht, aber falsche Annahme. News Cycles, die bringen immer das Neueste und Heißeste. Auch da, das ist nicht zwingend das, gegen das man sich zuerst verteidigen muss, was Software angeht. Und noch irgendwas, was so psychologische Verteidigungsmechanismen total triggert, ist Veränderung. Also irgendwas Neues einführen, was neu machen, vor allem wenn der Druck ist. Wenn diese Dinge passieren und es gibt keine realistische Lösung für, dann triggert was Komisches im Gehirn. Wir nehmen nämlich den Leuten die Selbstwirksamkeitserwartung, Self-Efficacy. Das heißt, es gibt dann einen Punkt, wo die Leute sagen, ich kann jetzt eh nichts machen. Und dann weg. Ich glaube, sowas haben wir in der Gesellschaft ein bisschen mit Snowden beobachtet, wo es um Privacy ging. Und dann kamen News. Relativ wenig Lösungsvorschläge, die die Leute umsetzen konnten. Und dann kam irgendwann dieses NSA, ich kann eh nichts machen. Das sind so ein Close-Down, da rauszukommen, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach. Es gibt aber noch so ein paar Good News. Und das ist das, was man sich immer wieder bewusst machen muss und auch den Leuten um einen rum. Es gibt Möglichkeiten, relativ viele. Und viele davon sind sogar ganz einfaches, ordentliches Engineering und Programmieren. Das bringt uns schon ziemlich viel. Also eigentlich, wenn wir nach testbarem Code zielen und einfach mal zuverlässigen Code, solidem Code, der nicht einfach nur aus irgendwelchen Gründen plötzlich crasht, dann hat man als Nebeneffekt schon einiges an Security erreicht. Also das sind jetzt die Good News, die müssen wir kurz sacken lassen, damit das diese Selbstwirksamkeitserwartung ein bisschen zunimmt. Und die erste langweilige Sache sind eigentlich Asserts in C. Die müsste es auch in anderen Sprachen geben. Ich weiß jetzt nicht, welche Projekte ihr habt. Guck mal nach. Der Trick bei Assert ist ein bisschen, es macht releaseden Code nicht kaputt. Die Asserts sind nur in der Debug-Version aktiv. Das heißt, es ist so ziemlich das Erste, was man einführen kann, ohne Risiko. Also es gibt null Risiko. Ein Assert sorgt dafür, dass das Programm abbricht, wenn eine Bedingung nicht gegeben ist. Das nützt man jetzt nicht, um Parameter zu testen im normalen Code. Mit Asserts testen wir nur Dinge, die definitiv nie passieren können. Keiner erwartet, dass das Ding jemals passiert. Es wird passieren. Und der Code stirbt dann genau da, das Programm bricht genau da ab, wo es dann passiert. Und man debuggt nicht ewig Dinge hinterher. Das Coole daran ist, dass die Leute anfangen, Debug-Time zu sparen. Das heißt, die Ressourcen wurden im Team wieder ein bisschen frei. Man kann es einführen ohne Risiko, es ist gar nicht so viel Aufwand und wir kriegen jetzt ein paar Ressourcen. Auch etwas, da kann praktisch jeder mitmachen, jeder, so, der gerade in den Code reingreift und ein paar Zeilen ändert, der kann auch gleich einen Assert vorne in die Funktion reinschreiben.
so klassische Dinge sind mal Nullpointer abzufragen, komische Größen, die definitiv immer größer als Null sein müssen. Ja. Später können wir die nochmal brauchen. In der Kombination mit was anderem war die noch relativ cool. Was jetzt auch noch relativ wichtig ist für ein bisschen riskantere Aktionen nachher, ist, dass man automatisierte Tests hat. Wie gesagt, Leute, das gesamte Team hat den Auftrag, gute Software zu programmieren, jetzt Risiken einzugehen, alles umzuschmeißen und dann hat man einfach über Wochen hin eine Software, die gar nicht mehr funktioniert, will kein vernünftiger Ingenieur eingehen, also macht man es besser nicht. Mit guten automatisierten Integrationstests hat man auch wieder so dieses Risiko minimiert. Hat auch den Vorteil, dass man Ressourcen frei macht. Man kann öfters testen, weil sie automatisch laufen. Das kann man praktisch einmal nächtlich machen. Und auch das wird nachher nochmal ganz brauchbar werden, zusammen mit einer anderen Technologie. Was so ein bisschen die dritte Stufe ist, Klang und GCC haben jetzt ziemlich gut zugelegt, was Compiler-Technologien angeht, und zwar im Prinzip statische und vor allem dynamische Analyse. Ich habe so vor 10 Jahren viel mit Valgrind gemacht. Das war sehr cool und ist sehr cool. Das Asan wird das wahrscheinlich jetzt gerade ausradieren, weil es halt auch direkt im Compiler ist. Für die, die es noch nicht kennen, diese Technologie sorgt dafür, dass Memory-Zugriffe überwacht werden. Mit Valgrind muss man noch nicht mal neu kompilieren, nimmt man einfach sein normales Programm. Und wenn irgendwie ein komischer Memory-Zugriff ist, Buffer Overflow, daneben gegriffene Zeiger, Double Free, dieses ganze Zeug, wird das es finden. Wir haben mit den automatischen Tests natürlich ein gutes Testset, wo man das mitlaufen lassen kann. Diese Valgrind und Asan, die sorgen ein bisschen dafür, dass das Programm auch langsamer läuft, das will man also nicht im Release haben, aber mal so ein kompiliertes Programm zusammen mit den automatischen Tests laufen zu lassen, wird wahrscheinlich einige Bugs nach oben spülen, die ihr bisher noch nicht gesehen habt. Falls ihr irgendwelche Exoten-Compiler habt, versucht es mal trotzdem mit diesem GCC oder Klang zu kompilieren. Valgrind ist auch eine Linux-only-Sache, also es hat sich bei mir schon gelohnt, ein Projekt cross-Plattform zu machen, nur um Valgrind zu haben, zum Profilen und Testen. Was durch die Asserts freigeschalten wurde, ist, wir haben ja damit für die Funktionen Contracts definiert, wie die aufgerufen werden. Dieser Pointer darf der Null sein oder nicht. Mit Unit-Tests können wir jetzt feststellen, dass diese Contracts eingehalten werden, auch wenn die Programme selber geändert wurden, diese Funktionen. Das nagelt uns jetzt diese Funktionen fest im nächsten Schritt. Hier kann es leider sein, darum ist es jetzt auch ein bisschen später, dass man den Code umbauen muss. Für Unit-Tests muss man den ganzen Code in kleine Module aufteilen. Mit einem normal geschriebenen Spaghetti-Code funktionieren die gar nicht so gut. Was auch ein wichtiger Nebeneffekt ist, wenn man ein großes Projekt hat mit mehreren Teams, das verhindert, dass ein Team versehentlich eine Library umbaut und vergisst, so die API-Updates durchzureichen. Also hier ist es der erste Punkt, wo Refactoring wirklich nötig ist. Da ist ein bisschen ein Risiko drin. Mit den anderen Dingen, die wir vorher gemacht haben, haben wir das jetzt aber abgesichert und minimiert. In der Hoffnung, dass wir damit auch bei den Leuten im Team jetzt noch nicht so diese Panik triggern. Jetzt wird es ein bisschen riskanter. Compiler Mitigations sind so das Nächste. Da ist ein bisschen schwierig an den Security-Leuten. Nicht alle mögen diese Mitigations. Problem hier ist, viel zu viele Leute verlassen sich darauf. Anstatt versuchen, die Probleme wirklich zu beheben, kompiliert man diese Mitigations rein und hofft dann, dass das das Problem behebt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen,
Ich war mal an einem Chromium-Projekt mit dran beteiligt, also Chromium-basierten Projekt. Die haben diese Mitigations auch nicht für alle Dateien aktiviert. Teilweise haben die Nebenwirkungen, was Laufzeit und so angeht. Das heißt, hier, wenn ihr die aktiviert nacheinander, wollt ihr wahrscheinlich bei den normalen Tests auch definitiv mitstoppen, wie lange die Tests brauchen, wie effizient das Programm ist. Die können schon Nebenwirkungen haben, also hier sehr vorsichtig vorgehen. Ich würde sie auf jeden Fall, wenn möglich, einbauen. Das ist etwas, sobald die Tests stehen, ist das dann auch kein großes Risiko mehr. Ressourcentechnisch dürfte es im normalen Projekt relativ freundlich sein. Das heißt, im Team kann man das einfach mal reinnehmen. Wie gesagt, hier drunter steht es auch, unlocked by tests. Nur durch die Tests ist es jetzt möglich. Es gibt relativ viele Bücher und ich habe auch hinten ein paar verlinkt. Vor allem zum C natürlich, die Standardprobleme. Da ist auch wieder ein psychologisches Problem, kommen wir gleich zu. Das defensive Programmieren ist relativ gut dokumentiert. Viele Leute in der Security-Szene sind auch für 100% Schutz. Das heißt, die raten sogar von String-N-Copy ab. String-N-Copy hat ein kleines Problem. Das sorgt zwar dafür, dass man nicht so viele Bytes rüber kopiert. Es kann aber passieren, dass das Ding nicht null terminiert ist, das String, und danach der nächste Befehl einfach knallt. String-L-Copy, das hat BSD eingeführt, macht's richtig. Wenn ihr nur String-N-Copy habt als Ersatz für String-Copy, nehmt das auf jeden Fall, selbst wenn es nicht 100% perfekt ist, aber besser ist besser. String-L-Copy wäre besser, im Zweifelsfall selbst implementieren. Klar, Malloc und Freunde, geht mal nicht davon aus, dass ASAN und Co. alles findet. Es lohnt sich auch, durch die Codes durchzugucken. Das ist jetzt das Erste, was richtig viel Ressourcen fressen wird, da mal den Code aufräumen. Also String-Copy, okay, das sind ein paar Krebs. Mit ein bisschen Glück haben die vorigen Schritte dafür gesorgt, dass die Ressourcen frei sind. Dass der Druck so ein bisschen vom Team runter ist. Also vor allem Zeitdruck und auch der psychologische Druck. Die Leute wollen die Software ausliefern. Das ist der Job. Wenn jetzt die Unit-Tests im Team drin sind und auch gut verstanden, kann man schon wieder einen nächsten schönen Schritt machen. Man kann, falls das Projekt externe Libraries hat, kann man die Unit testen. Und zwar insbesondere die Schnittstelle, die man nutzt. Die Technologie Unit-Tests ist dann hoffentlich im Team auch schon Gewohnheit, also die ist jetzt sitzt. Mit den Unit-Tests von externen Libraries hat man dann wieder ein bisschen Sicherheit gewonnen für die nächste Kombi von Schritten. Kommt gleich. Vorher noch als weitere Bauteil Fuzzing. Ich habe oft beobachtet, dass Leute, die jetzt nicht so auf Hacker-Kongressen rumhängen, von Fuzzing noch nicht so wirklich viel gehört haben. Obwohl es eigentlich eine sehr coole Testtechnologie ist. Also man muss es auch als cool, aber gar nicht so komplex einführen. Und die beste Erklärung, die ich bisher gefunden habe, die bei Leuten funktioniert, ist, dass es ein Testtool ist, also Betonung auf Testtool, das automatisch unerwartete Fehler findet. Mit allem anderen, das wir bisher hatten, findet man erwartete Fehler. Also man hat beim Unit-Tests schon ein bisschen mitgedacht, welche Fehler jetzt kommen könnten. Das hier findet die unerwarteten. Und es findet Fehler hauptsächlich in Data-Processing-Zeug. Data-Processing, also wenn Puffer irgendwie überlaufen, ist natürlich das, wo Security-Probleme herkommen. Aber eigentlich ist es ein Test-Tool. Also man muss es einfach ein bisschen als normaler verkaufen, als es ist. Und glaube ich, die Leute verstehen relativ schnell, was es bringen kann. Sobald euer Code irgendwelche Daten verarbeitet, ob es Fotos sind, QR-Codes, Strings, nutzt irgendwas wie Fuzzing.
Und das Beste, um sowas einzuführen, was ich bisher gesehen habe, ist ein simpler Fasser. Irgendwas, das nur ein paar Strings generiert und Richtung diesem Ding schmeißt, dem Source Code. Die sind vielleicht nicht so effizient wie jetzt AFL oder diese ganzen abgefrästen Dinger, aber sind einfacher zu verstehen. Fasser kann man danach immer noch komplizierter machen. Aber es geht zuerst mal darum, Konzept zeigen, die ersten Fehler finden, die Leute damit warm machen. Und hier ist auch dieses, also wirklich das Ding zeigen, ganz wichtig für psychologische Schranken. Jetzt haben wir langsam so ein bisschen die Bausteine, so langsam Schritt für Schritt aufgebaut. Für ein paar, ja, extremer ist jetzt falsch, aber ein bisschen fortgeschritteneres. Mit dem Fasser und den Unit-Tests kann man relativ simpel, oder kann man jetzt sicher, zuverlässig externe Libraries fassen. Und danach, falls die Bugs dann behoben sind, ohne dass man riskiert, dass die geänderten externen Libraries das eigene Programm kaputt machen, weil plötzlich API anders ist, die neue Version reinnehmen. Die Idee bis zu diesem Punkt ist im Prinzip, so eine kleine Treppe zu bauen mit Technologien, die sich gegenseitig verstärken, die neue Thematiken einführen und es den Leuten relativ einfach machen, sich darauf psychologisch einzustellen, ohne jetzt zu viel Änderung auf einmal zu bringen. Weil, ja, es gibt so einige psychologischen Tricks, die nötig sind, wenn man neue Technologien irgendwo nutzt. Diese Komfortzone, die jeder hat, die auch jedem wichtig ist, wo sich auch jeder mal hin und wieder psychologisch drin zurückziehen muss, kann man erweitern, sollte man auch erweitern, damit die Leute besser werden oder dass man auch ein bisschen wachsen kann. Aber in kleinen Schritten und in realistischen Schritten. Gleich mit irgendwie den schrägsten Sachen anfangen, wird die Leute verprellen. Diese Selbstwirksamkeit ist wieder auch sehr wichtig, den Leuten Tools in die Hand zu geben, um jetzt auf diese Bedrohung, oh mein Gott, unsere Software könnte gehackt werden, zu reagieren. Wenn man einfach nur in den Raum schreit, oh mein Gott, wir werden gehackt, dann ist ziemlich schnell, also nach so 2-3 Wochen, wenn man das macht, ist kein positiver Response mehr möglich. Wichtig ist, dass die Leute wissen, man kann was tun und es wird einen positiven Effekt haben. Das sind diese beiden Punkte, die Leute überzeugen können und mitnehmen. Und am besten ist, wenn man denen was vorlegt, dass es zeigt, also Software laufen lassen, die das Ding fasst und die ersten Fehler findet, oder Asserts, die sind noch einfacher, die Fehler einfach nach oben spülen. Und wenn sie sogar selber mitmachen können. Und mit Security nicht so das Furchtlevel nach oben treiben, sondern ruhig und kontrolliert daran gehen. Wichtiger psychologischer Schritt ist noch, möglichst alle mitnehmen. Es wird 1-2 Leute geben, die gar nicht wollen, kann passieren. Im Zweifelsfall die mal in Ruhe lassen, vielleicht sind die gerade in irgendeinem anderen Stresslevel. Was ich auch gut beobachtet habe, ist so ein Rumpelstilzchen-Effekt. Menschen, also wir führen wahrscheinlich dann auch neue Konzepte im Team ein, die die Leute drumherum nicht gesehen haben vorher. Menschen können Dinge besser einordnen, wenn sie einen Namen dafür haben und ein Konzept. Das ist in diesem Märchen Rumpelstilzchen sogar irgendwie mit eingebaut, in dem der Dämon Rumpelstilzchen dann seine Kraft verliert, als der Name raus ist. Deswegen entweder bekannte Konzepte einführen mit ordentlichem Namen oder vielleicht sogar, wenn ihr coole Tools schreibt, die euch helfen, das Ding sicherer zu machen, zusammen mit den Leuten Namen vergeben. Wenn in eurem Team dann der Code eine höhere Qualitätsstufe erreicht hat und das irgendwie nachweisbar ist, gerne auch präsentieren. Das sorgt auch wieder psychologisch dafür, dass man sich damit identifiziert und ein gewisses Commitment erzeugt. Wenn alles gut läuft, könnte das Projekt dann zu einem Punkt ankommen, wo der Code selber nicht mehr der schwächste Punkt ist, weakest link in der ganzen Security-Kette. Und ihr viele Attacken
wahrscheinlich sogar die gebräuchlichsten, die draußen von Malware verwendet werden, abwehren könnt. Wichtiger ist aber, dass sich was bewegt hat. Dass die Leute, dass dieses Projekt jetzt nicht mehr so in diesem Loch feststeckt. Und dass jemand nicht dauernd die Leute über Security jammern, aber das ist so ein großer Borg ist, den man gar nicht erst angegangen ist. Das Team hat was gelernt und vor allem, ich habe es vor allem Tools vorgestellt. Die Tools werden ins nächste Projekt mitgenommen. Das nächste Projekt, das gestartet wird, wird mit den Leuten, mit dem Wissen und den Tools, die dann rumliegen, gleich auf einem höheren Level anfangen können. Es gibt es noch unglaublich viele Bücher, die spezielle Designprobleme angehen, für Web-Applikationen, spezielle Designprobleme für was auch immer, wäre jetzt wahrscheinlich ein guter Punkt, sowas dann einzuführen. Im nächsten Projekt gleich an der Designphase ein bisschen was zu machen. Es gibt einen guten Satz technischer Bücher. Das Lustige ist, das wahrscheinlich hilfreichste ist Driving Technical Change, wo verschiedene Typen von Personen in einem Projekt beschrieben werden, also Personentypen, und wie die reagieren auf verschiedene Änderungen, wie man die auch überzeugen könnte. Ein klassisches Buch, relativ dünn, Building Secure Software, klassisch deswegen, weil es von 2001 ist, ist nicht so einschüchternd, wenn man das auf dem Schreibtisch liegen hat, für die Kollegen, die jetzt nicht so viel lesen. Aber wie gesagt, ist ein bisschen älter. Neue Version wurde zwar versprochen, aber ich weiß nicht, ob die irgendwann kommt. Secure Coding in C und C++ geht wirklich in die Basics rein. Das ist für die, die wirklich gerne viel sich ernsthaft mit beschäftigen wollen. Aber wahrscheinlich für ein Team, das sich auch mit anderen Dingen thematisch beschäftigt, ist sowas wie so ein Cookbook wahrscheinlich hilfreicher. Das dann das Dritte ist, das wirklich hands-on, ich habe dieses Problem, ich gehe so und so daran und so programmiere ich sicher. Also guckt auch mal genau, was für Typen von Leuten ihr um euch rum habt und welche Art von Problem. Ich hoffe, da ist jetzt ein Buch dabei, das hilft. Gut, ich bin ein bisschen schneller als geplant, bin gern für Fragen da und ja, machen wir Fragenrunde. Hat irgendjemand Fragen, die ich beantworten kann? Ich würde das Ding, die Präsentation nachher mal online stellen. Ich glaube, die ist dann mitverlinkt. Sonst bin ich auf jeden Fall noch heute da und morgen. Genau, und das ist aufgezeichnet, hoffe ich mal. Ja? Moment, also die Frage war jetzt gerade, ob sich das lohnt, nur für Valgrind ein Programm auf Linux zu portieren. Genau, und du hast impliziert, dass ich für Windows entwickelt habe. Du hast nur kein Mikrofon, da muss ich es gerade mal sagen. Nee, das war ein Programm, da habe ich einen Virenscanner geschrieben für Palm OS, Symbian und Windows CE. Und den habe ich dann parallel auf Linux portiert, damit ich das mit Valgrind performancemäßig optimieren kann. Noch Fragen? Okay. Ich habe noch Fragen. Ich habe versucht, meine ganzen Erfahrungen ein bisschen in Struktur zu bringen. Ich weiß, dass ich selbst noch ganz viel lernen kann und auch nur ein gewisses Maß an Projekterfahrung habe. So 15 Jahre, keine Ahnung. Und ihr sicher noch irgendwas anderes beobachtet habt. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ihr irgendwas für mich habt und nach dem Vortrag mal zu mir kommt, auf ein Bier. Ich bin jetzt tendenziell beim Waffle Operations Center da hinten und bin auf jeden Fall bis morgen Abend noch da. Falls es irgendwelche komplexen psychologischen Fragen gibt, morgen Abend
kommt meine Frau und hat dann wirklich die tiefsten Theorien. Ich bin da eher so Handwerker. Gut, danke euch.